Jetzt haben wir aber auch noch ein Rätsel irgendwie auf dem Weg, ne? Da muss die direkt auf unserem Weg sein. Hi. Keine Ahnung. Was soll das? Wer schlägt hier die Kriegestrommeln an? Sieh mal an, ein kampferprobter Wikinger. Genau dich brauchen wir. Oh, und wofür braucht ihr diesen kampferprobten Wikinger? Eines Tages sind wir die größten Krieger unter unserem Banner. Skalden werden Lieder über das Wolfsrudel schreiben. Aber erstmal müssen wir noch das Plündern üben. Plündern wollt ihr? Dann lasst uns plündern. Drei Wölfe und ich als Vierter an eurer Spitze. Wolfsrudel, vorwärts! Wolfsrudel! Sie rannten. Vier Krieger. Wie vier Klauen eines Raubtieres. Eine jede zum Töten geschaffen. Zum Vernichten. Nette Kinder. Wo soll ich hin? Okay, ich laufe denen einfach mal hinterher, wa? Sie kamen im Dorf an. Hatten Fackeln, Äxte und Klingen dabei. Bereit für das Gemetzel. In den Krieg! Mal essen. Oh Gott, das Opfer schafft es nicht zu fliehen. Nicht einmal zu blinzeln, während ihm die Luftröhre aus dem Hals gerissen wird. Seine Knochen zerbersten durch den Schlag. Nette Kinder. Seine Innereien werden jetzt zu Äußereien. Zack, ein Pfeil fliegt geradewegs in die Brust eines Feindes. Eine Laute. Voller Blut und Kampfeslust. Zerschmettert der große Wolf Menschen wie Tontöpfe. Quatsch, ich mich jetzt die ganze Zeit voll und sagt, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe von den Kiddies hier. Ich wollte eigentlich das Rätsel machen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt kind of verwirrt. Ich dachte, das wäre das Rätsel. Scheinbar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das muss das Rätsel sein. Aufruf zum Raubzug. Schließt euch meiner Mannschaft an. Wir plündern und brandschatzen Hürtkrötz an der See. Ach so. Also irgendwo da unten oder was? Hürtkrötz an der See. Aber es muss dann ja da unten sein, weil da unten ist ja, naja, quasi der See. Weil ich ein bisschen verwirrt bin, was das jetzt von mir will hier, das Kind. Krötchen an der See. Ich hab keine Ahnung. Entschuldigung, aber dafür, dass das ein Rätsel ist, ist es ganz schön dumm. Vielleicht müssen wir noch irgendwas anzünden. Ich meine, da steht ja auch, dass wir verbrennen sollen. Weg. So. Ich habe einen Zahn gefunden. Ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was die Kiddies von mir wollen. Bin ich leider ganz ehrlich. Jetzt. Mann. Überblicke das Land, Freund. Ja, Kinders, ich lasse euch mal alleine, ne? Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was ihr von mir wollt. Ist das da vorne jetzt? Nee. Ach, wer weiß. Wer weiß, was die Kiddies von mir wollen. Sind Feinde. Übermenschliche Feinde. Tschüss. Ja, lass mal stecken. Kinders, ihr schafft das.
Ich glaube euch auch nicht. Ich wollte eigentlich nur jetzt da rein, aber wenn das so ein Hardcore-Level-Gebiet ist, du musst anonym sein. Okay, kletter da nicht rüber. Oder da. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die hier alle böse sind oder nicht. Okay, ich bin geflohen. Da liegt ein Schlüssel. Hier ist irgendwo noch ein Buch des Wissens. Ist alles voller Schweine. Schweine, ey. Alles Schweine hier. Schmutziger, angenagter Zettel. Die Schweine sind ins Haus eingebrochen und jetzt ist der Kellerschlüssel weg. Du bist damit dran, dich durch die Scheiße zu wühlen. Dankeschön. So, ihr habt einen Keller? Ehrlich. Wo haben die Leute den Keller? Es ist da unten, ja, aber... Warum behaupten die Leute, erstmal im Mittelalter Keller? Klingt auch ein bisschen komisch, aber... Ich komme mir gar nicht mehr klar. Ich weiß hier gar nicht mehr, was ich jetzt zu tun habe. Ich komme mir gerade ein bisschen dämlich vor wieder, aber gut. Das ist Mittelalter, da haben sie keinen 10, 20 Meter tiefen Keller im Eisboden, hä? Denkst du, die haben da Eis ausgeschlagen, nur damit du denn da im Keller ein Buch lagern kannst? Das haben die bestimmt nicht getan. Da werden sie sich aber schön gehütet vorhaben, da. Da oben fliegt ein Zettel. Warum auch? Ernsthaft, Zettel? Lass mich verarschen, Zettel. Warum zum Teufel fliegt mir der Zettel weg? Ich habe das Gefühl, dass ich hier in der Klapse gelandet bin. Hier fliegt ein Zettel vor mir weg. Warum macht der Zettel das? Irgendwie... Warum macht... Die einen haben 200 Meter tiefen Keller? Bei den anderen fliegt der Zettel weg? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Kann ich nicht in ein normales Haus einbrechen? Und ganz normal plündern? Ist das zu viel verlangt? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wo haben die Leute hier einen Keller? Der hat zu viel Spaß. Der macht sich über mich lustig, weil er behauptet, einen Keller zu haben, aber... For real. Die haben keinen Keller. Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt Ziegurt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann die Nebenaufgaben hier alle nicht machen, weil irgendwas sich rausfantasiert hier aus diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie kommt mir das ein bisschen dumm vor, aber okay. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Was ist meine Hauptmission? Ich nehme es mit jedem auf. Irgendwie. Ich bin ehrlich.
Ich weiß nicht mehr, was ich zu tun habe. Da muss er irgendwo sein. Da. Dein Clan stinkt zum Himmel. Aber wir sind stark, Feigling. Ja, der Gestank ist stark. Komm her, du Hundsfott, und sag das nochmal. Du hast mich schon richtig verstanden. Euer Gestank, das ist eure einzige Stärke. Du wirst deine Zähne fressen, eingerollt in deine Zunge, Backkraut. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich bin... Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Du willst, dass ich mich deiner Bruderschaft anschließe? Geht so deine Bruderschaft vor? Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Eine nächste Assassine, Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan... Lass mich holen. Ich hab doch eine, ne? Habe ich keine an? Oh, ich hab gar keine an. Oh, mein Fehler. Süß. War mein Fehler. Dort in dem Lager ist Gorm. Ein Humang sorgt für weniger ungewollte Aufmerksamkeit. Jetzt gehen wir in das Sperrgebiet, oder was heißt das jetzt gleich? Misstrauensgebiet. Okay. Darf ich mich jetzt schnell... Was hast du dir gedacht? Trinkst Mehl auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Ja, was? Leerer Magen? Okay.
Okay, direkt reingehen geht also nicht. Direkt reingeht geht also nicht, okay. Bin ich in einen Konflikt? Bin getarnt. Es hat keinen Zweck! Der rote Flug auf dich! Versucht's von der Seite! Die Batterie meines Controllers ist gleich leer. Jetzt bezahlst du! So, müssen wir uns immer noch reinschleichen, oder? Es war jetzt nicht gerade der Weg des Assassinen. Das heißt immer wieder neues Spawn. Nicht mit mir! Falsche Taste. Ja, wann geht Konflikt wieder weg? Ab wann ist der Zeitpunkt erreicht? Jetzt, glaube ich. Ja, es war wohl vielleicht ein bisschen zu auffällig, wa? Aber gut, wir haben getötet. Scheinbar sind wir wesentlich unauffälliger, wenn wir im Gebüsch mit einer Kapuze kraucheln. Eivor, du feiges Stück Scheiße. Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ting sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Was ist denn eigentlich das Ting? Das Dingo, Mann, oder was? Ja, ich würde echt gerne noch das Buch des Wissens sammeln, ne? Aber ehrlich, ich finde den Keller nicht. Ich weiß nicht, wo die einen Keller haben hier in der Welt. Da ist aber noch irgendetwas. So, das ist bestimmt wieder dieses wegfliegende Blatt, oder? Das ist bestimmt wieder ein Blatt, was vor uns wegfliegt. Warum auch immer das Blatt macht. Komm, Happy. Jetzt haben wir es. Tattoo-Entwurf. Wow. Ja, war ein Artefakt. 11. 11 Metern ist hier vorne wieder irgendwas. Und hier ist wieder ein Blatt irgendwie. Erstmal will ich gucken, was das hier ist. Was voraussichtlich... Oh Gott, das ist ja auch... Also über einen Kompass kannst du hier echt nicht arbeiten, oder? Kann das sein? Ja, der Kompass ist so ein bisschen pekig, oder? Ich meine, ich bin es nicht gewohnt, so einen Kompass zu verwenden. Willkommen, willkommen. Schau, was ich für dich habe. Cool. Das sind regionale Waren. Da mal ganz kurz kaufen. Ich habe so viel Geld, oder? Sehr schön. Hast du dir auch alle meine Angebote angesehen? Ja, natürlich.
Aber ich glaube, wir brauchten... Ich muss los. Bis bald. Ich glaube, wir brauchten nur noch Eisen, um unsere Waffe hier unten aufzubessern. Zack. Und jetzt brauchen wir Eisen und Leder. So, kann ich meine Kapuze wieder abziehen? So. So, hier gibt es auch noch einen Saufwettbewerb. Ich hätte tatsächlich auch noch gerne das Blatt jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte tatsächlich auch gerne das Blatt. Damit sich nämlich wendet. Ich bin scheiße. Ich habe keine Lust bei Saufwettbewerben noch mitzumachen, aber es ist ja vielleicht eine Aufgabe, ich weiß es nicht. Kann ich auch auf das Pferd einfach hüpfen? Nee. Könnten natürlich auch einfach nach Eivor gehen. Hier nach. Das alte Sing gehen. Ich weiß nicht, was das alte Sing ist, aber okay. Aber wir machen jetzt sowieso erstmal die Aufnahmepause. Schade, dass wir diesen einen Keller nicht gefunden haben, weil tatsächlich ist dieses Buch wäre natürlich echt cool. Vor allem, wenn das Axtwerfbuch nochmal wäre. Ganz durch Zufall. Wäre das natürlich echt nice geworden, aber... Lass doch mal los, Junge! Oh, hör doch mal auf zu hüppeln! Boah, du drückst schon gar keine Tasten mehr und er hüpft hier wie so ein Bekloppter rum. So, was mich noch mal ganz kurz interessiert. Haben sie einen Keller hier irgendwie reingeschlagen oder sowas? Da ist doch noch eine Tür. Voraussichtlich. Die haben da einen Keller, aber wie komme ich in diesen Keller? Ella. E. Ja, halt. Lass mal los. Nimm mal mit. Wir könnten vorhin einen Stein nehmen. Jetzt ist der Stein nicht mehr da. Jetzt. Okay. Mach jetzt. Oh Gott. Entweder kann ich die Steuerung wirklich überhaupt noch gar nicht, oder? Gut. Ich vermute, wir sind im Keller. Wir sind im Keller von denen. Na endlich. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Buch des Wissens. Nice. Wir haben... Ach da. Todeszielen. Halte R2 gedrückt und entdeckte Gegner zu markieren. Lass los, um eine tödliche Pfeilsalve loszulassen. Okay. Ja. Na klar, solange wir noch nichts anderes können. Immer. Aber gut, haben wir es da... Dann haben wir es jetzt zum Glück doch noch gefunden, wa? Gott sei Dank. Jetzt randalieren wir hier unten noch in seinem Scheißkeller. Und plündern. Kriegen wir ein altes Kissen. Ist halt auch einfach das Ding damals. Bei den Wikingern. Die haben getötet für alte Kissen. Jetzt komme ich hier wieder raus. Ah ja, hier. Hier sind wir, glaube ich, auch reingekommen. So. Na, dann geht doch. Danke, ihr Schweine. Aber das, okay, da habe ich das... Bin ich ehrlich, hätte ich nicht mitgerechnet, aber wir haben es trotzdem geschafft. Also ist alles gut. So, wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir das alte Ding. Was auch immer das jetzt genau ist, ich habe keine Ahnung. Ich kletter hier nur nach oben für Dinge halt. So, weil es uns hier oben einfach gut geht. Was auch immer alt Ding ist oder alt Ding oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich verabschiede mich jetzt aber. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir... Ja, das Blatt jagen. Weiß ich nicht, ob ich da Motivation zu habe, irgendeinen Tattoo-Entwurf zu finden. Oder ob wir einfach das alte Sing da oben machen. Und das Geheimnis... Ja, weiß ich auch nicht so ganz, was da... Was die Kiddies da jetzt von mir wollen. Bin ich ehrlich. Hier ist auch noch ein Buch. Müssen wir uns eigentlich auch noch mal holen.
müssen sowieso mal irgendwie in so eine Abteilung hier und einfach mal ein bisschen plündern, um Gegenstände zu finden. Und um zu leveln vielleicht auch, ich habe keine Ahnung. Aber derzeit will ich wissen, was das alte Ding ist. Naja, wir werden es herausfinden beim nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Grunzmini Yanda unten.